Dann kraxeln wir doch in der heutigen Folge ein bisschen weiter diesen Vulkan hinauf. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, aber zuerst Karte. Jo, hier habe ich alles geguckt. Das ist gut. Und brisante und interessante Themen hatten wir so in den letzten Folgen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Tja, aber kämpfen, das können wir natürlich immer noch. Und das müssen wir auch, sonst kommen wir hier einfach nicht weiter. Wir brauchen diese Punkte, damit wir im Level aufsteigen, damit wir stärker sind. Stärker als alle anderen natürlich. Denn sonst überleben wir in dieser Welt nicht. Mit diesen gefährlichen Monstern, die aber ganz niedlich halt aussehen. Und nachher muss ich mich gleich mal heilen. Oh, danke für die 6 Lebenspunkte. Aber vielleicht trotzdem ein bisschen heilen. Mache heili heili. Oh, ein Eisbecher und ein Planetentropfen. Klarer Kopf. Nur mal gucken, ob wir dir hier... Hier könnten wir dir noch einen Schmetterschlag beibringen. Und dir könnten wir... Ja, machen wir das. Das ist gut. Dann... Lindernde Hand. Na gut. Kriegst auch noch was, Esther. Ich will ja nicht so egoistisch sein hier. Schließlich hilfst du uns ja. Und ich weiß nicht, wann kommen wir denn oben an? Oh, na toll. Den habe ich auch wieder nicht gesehen. Der kam einfach aus dem Nichts. Und natürlich, wie immer, setzen wir unseren Totoro ein. Totoro, 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 Totoro. Oh oh, wir haben ja wenig Leben, habe ich gar nicht gesehen. Huch! Oh, das nehmen wir gleich mit. Und jetzt mal hier Linde in der Hand wieder. Wir haben ja schneller Leben verloren, als wir Leben sagen konnten. Au. Hey, ich will mich nur heilen. Lass mich kurz in Ruhe, bitte, ja? So, Totoro wird sich gleich um dich kümmern. Keine Angst. Nein, komm schon, Totoro. Boah, knapp. Dass aber auch Esther genau in diesem Moment über Renike zurückziehen musste. Also, da hätte über Renike nur eins draufhauen sollen, die mal auf die Mütze geben und dann wäre auch erledigt gewesen. Ist aber geil, die Lava sieht geil aus. Huch. Die Zeit wäre knapp, liebe Freunde. Was zum... Das war aber ein starkes Beben. Oh, verflixt. Mist, Mist, Mist. Was ist los, Tröpfchen? Der große Knall steht bevor. Ich spüre meine Laterne. Das alte Mädel fliegt uns gleich um die Ohren. Kannst du das wirklich spüren? Na klar, ich bin schließlich der große Großfürst der Feen, oder nicht? Vulkanausbrüche zu spüren ist ein Kinderspiel für uns Mädchen. Da müssen wir uns beeilen. Wir müssen es aufhalten. Du hast recht, Mann. Wenn wir nichts tun, sind wir Toast. Los, auf den Gipfel. Lecker Toast. Ich mag Toast, aber nicht, wenn wir selbst das Toast sind. Toast, ein kleines Stückchen Toast und dann Bacon. Bacon auf Toast. So muss das sein, so muss ein perfektes Frühstück aussehen. Völlig ungesund natürlich, was auch sonst. Aber hey, es ist Bacon und Toast. Und Linde in der Hand. Nein, nicht auf mich, nein. Nein, es tut mir leid, Esther, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich bin höchst unkonzentriert, ich weiß. Verdammt. Heißes Kälte. Heißes Kälte again. Da friert's dir gleich mal den Arsch ab. Es tut mir leid, Esther. Sniff. Arme Esther. Sie muss immer dran glauben, weil ich so doof bin und unvorsichtig. Das hat sie nicht verdient. Sie sollte einen anderen Partner suchen. Ich bin einfach nicht würdig. Aber ich werde dich jetzt heilen, damit ich mein Gewissen wieder reinkriege. Und die Blitze einfach im Hintergrund, da geht's ja ganz schön zur Sache. Schon wieder ein Gegner. Ha, aber diesmal haben wir mal wieder so einen Präventivschlag. Und ein Zweihorn ist natürlich auch wieder dabei. Wer hätte es gedacht?
Zuerst mal den Spitzbuben. So, der wäre schon mal weg. Und jetzt du, zwei Hornhorn. Ein zwei Hornhorn, wäre auch mal was. Haha, abgewehrt. So, über Renike. Das wäre dein Leben gewesen, dann nimm aber das. Dann nimm's halt nicht. Mann, dann lass ich's dir übrig, aber du nimmst es nicht. Diese Frauen aber auch. Sind einfach zu wählerisch. Entschuldigung, liebe Frauen da draußen. Aber es ist wahr. Ich verstehe eigentlich nicht mal eure Technik. Ich war letztens, letztens, schon eine Zeit her, aber normalerweise gehe ich ja nicht mit zu sowas, aber ich war halt irgendwie mit dabei, warum auch immer. Ich habe mich geopfert und war mit dabei. Naja, mit meiner Schwester shoppen. Liebe Frau da draußen, wie regelt ihr das? Ihr geht in einen Laden? Oh, dieses Kleidungsstück, ah, das ist so toll, das ist so schön. Aber das hätte ich gern. Aber ich kaufe es mir nicht. Nein, ich gehe zuerst in 20 andere Läden, nur damit du feststellst, dass das erste doch saugut war. Dann gehst du zurück, dann hat es da das Kleidungsstück noch, dann kaufst du es. Oder wenn du Pech hast, dann hat es das Kleidungsstück nicht mehr und du rastest einfach völlig aus. Warum kauft ihr das denn nicht gleich, Mann? Also wenn es passt und wenn es cool ist, dann kaufst du es. Wenn du halt nochmal ein gutes findest, dann kaufst du das halt auch. Oder wir sind im Laden, cool, das kaufe ich mir und dann lässt du es. Dann geht das Shoppen auch schneller vorbei. Ihr shoppt euch noch zu Tode. Nein, wenn es euch Spaß macht, na gut. Aber diese Technik will mir einfach irgendwie nicht so, mit der will ich nicht klarkommen. Ich kaufe mir einfach direkt das Kleidungsstück, das mir gefällt, das mir passt und fertig. Und wenn ich genug habe, dann reicht's auch. Selbst wenn es irgendwo ein anderes, es wird immer irgendwo ein besseres geben, da bin ich mir fast sicher. Also hat es eigentlich gar keinen Sinn, weiter zu suchen. Scheiße, Esther ist schon wieder fast tot. Aber diesmal auf die richtige. Hier, Esther. Nein, es ist zu spät. Tut mir leid, Esther, ich bin heute so unkonzentriert. Scheiße. Schon wieder unkonzentriert. Eigentlich wollte ich ja etwas anderes machen, aber okay. Ist einfach, weil ich gerade quatsche wie ein Buch, oder? Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen zurückhalten hier. Aber es ist bald 1 Uhr. Da werde ich richtig munter. Munter, munter, schluck es runter. Entschuldigung. Nein, ich habe da nichts Perverses gedenkt. Komm her. Aber der Teufel, der hat was Perverses gedenkt. Da bin ich gedenkt. Gedacht. Gedenkt. Gott. Mein Deutsch ist ja der Hammer. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Jetzt werde ich von beiden angegriffen. Das gibt einen Schnitter. Ich schnittere euch zu Tode. Dude. Oder doch nicht Dude. Das erinnert mich gerade an den Toad von Mario, den kleinen Pilz. Der süße kleine Pilz steht auf meinem Kamin. Tralali, tralalo, tralalo. Ich rede nur noch Scheiße, was? Ich muss mein Konzept überdenken. Oder aber vielleicht auch nicht. Vielleicht guckt ihr ja das alle nur, weil ich Scheiße rede. Schreibt es doch in die Kommentare. Nein. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu Tode mit dem Geplappere und aber ich muss irgendwie diese Kämpfe ein bisschen spannender gestalten, weil es sind zu viele Kämpfe und die können doch schon ganz schön anstrengend sein, genau. Oh, endlich mal hier ein Speicherpunkt. Danke. Es wurde aber auch Zeit. Gleich mal wieder hier einen neuen Speicherslot. Wir haben es ja. Wir können einfach so viele Speicherslots hier verhauen, wie wir wollen. Natürlich gleich der nächste Kampf. Hier kann man aber unmöglich ausweichen. Gut, ich versuche es natürlich nicht mal, weil ich einfach zu faul bin. Und dann lieber doch den Kampf kurz beschreite, obwohl ich jedes Mal fast drauf gehe. Naja, das nennt man Taktik. Und der Kampf dauert natürlich viel länger als das Ausweichen.
Da macht die Faulheitsregel natürlich auch total Sinn. Komm, hau ab. Und du auch. Schön. Meine Magie. Haha, ausgetrickst. Meine Magie, meine Magie. Meine Magie. Schön, weiter geht's. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Oder bis wir des Lebens müde sind. Genau. Was natürlich irgendwie auch wie sterben ist. Aber man kann auch des Lebens müde sein, wenn man noch lebt. Wobei, dann müssen wir eigentlich immer noch leben. Also macht dieser Satz vollkommen keinen Sinn. Ist ja wieder mal schön. Meine Sätze machen sowieso nie Sinn. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich hier später nur noch Scheiße labere? Achso, der lebt noch. Der Spitzbube. Von der GEMA. GEMA-Typen sind auch alle Spitzbuben. Entschuldigung, GEMA-Typen, wenn einer von euch zuguckt. Das war nicht ernst gemeint. Ich mag euch doch alle so. Nein. Das war kein verräterisches Husten. Das war auch nicht mit Absicht. Das war ein echtes Husten. So. Hey, hier haben wir eine Schatzkiste. Komme ich da rüber? Nee, keine Chance. Na toll. Dann ist diese Höhle hier für den Arsch. Hä, wo hätte ich denn durch müssen? Ach, da hoch wahrscheinlich. Oder da rüber? Ich habe da Abzweigungen verpasst. Mist. Weil ich so unaufmerksam bin. Du siehst mich nicht. Nein, wieso muss der sich auch jetzt umdrehen? Mann! Du Rüssel-Heini! Und wir kämpfen nur noch. Wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und nicht zu vergessen, wir kämpfen natürlich auch. Das Kämpfen ist das Kämpfen. Achso, der hat nicht angegriffen. Noch nicht möglich. Was heißt denn hier Angriff noch nicht möglich? Kann ja nicht wahr sein! So, jetzt wird der auch mal wieder hier in die Mangel genommen. An die, die es nicht wissen, was denn eigentlich durch die Mangel nehmen ist. Eine Mangel? Na, wie erkläre ich denn das jetzt? Ist so ein Gerät, ne? Das hat hier so zwei Rollen dran. Da konnte man, weil das bin ich mir gar nicht sicher, da konnte man ein Kleidungsstück hineinstecken und wenn man das durchrollt, dann wird es wie getrocknet halt. Das ist halt natürlich sehr, sehr eng. Ist ja klar, weil sonst würde es ja das Kleidungsstück nicht zusammenpressen. Und ja, das ist durch die Mangel nehmen, ne? Oder in die Mangel nehmen. Also man quetscht einen so ein und lasst ihm keinen Spielraum mehr. Genau das haben wir ja getan. Bin ich jetzt hier richtig? Nein, bin ich nicht. Mann, ich habe hier aber gar keine Abzweigung gesehen. Ah, hier. Was heißt denn hier? Hier geht's so... Ah, guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Verflixt eine Sackgasse. Mist, Mist, Mist. Du kannst versuchen, die Lava dort drüben einzufrieren. Ja, probier's mal. Jo, mach ich gleich. Aber leider muss ich jetzt da nun mal nach hinten. Oder waren wir da schon? Irgendwie... Nee, oder? Ah, ich muss das leider, leider prüfen gehen. Aber dafür hüpfen wir noch ein bisschen in der Gegend rum, weil wir es können. Ist ja auch schön, oder? Kann ich den mit... Hüpfen ausweichen? Nein, kann ich definitiv nicht. Ich kann aber auch gar nichts. So eine Rolle zur Seite wäre nicht schlecht, wo man dann ausweichen kann. Sind ja nicht ganz Linksangriffe. Na, ihr wisst schon, Zufallsangriffe. Man sieht ja die Typen. Aber dann sind es eben doch wieder irgendwie Zufallsangriffe, weil man es fast nicht schafft, denen auszuweichen. Auf jeden Fall nicht auf solchen Dungeon-Gebieten. Auf den großen Karten geht's ja. Ist kein Problem. Und da war's wieder. Ja, da. Dabei weiß ich nicht mal, was das heißt. Weiß es denn jemand von euch? Heißt das sowas wie Sieg? Oh, da stand irgendwas von Evolution. Wer, du? Oder was? Hast du vielleicht Evolution hier? Was bist du denn? Du bist bereit zur Evolution. Ach, du auch, Mononoke. Ach, du auch schon. Du auch? Nur du nicht.
Ja, dann nehmen wir mal zuerst die über Renike. Die ist Mond. Ich glaube, Mondstein haben wir, oder? Mondstein, Flieg und Sieg! Ach ja. Habe ich mir übrigens letztens gerade wieder reingezogen. Die erste Staffel. Jetzt bin ich gerade in der zweiten Staffel. Das ist aber Stern hier. Hier, Mond. Sailor Moon mag ich nach wie vor, obwohl ich ein Junge bin. Aber als Junge darf man sowas ja auch mögen, oder? Ich hoffe es doch. Sonst ist das jetzt peinlich. Nein. So, möchtest du denn einen Mondtropfen? Nee, ist ein cooler Anime. Schon seit der Kindheit geguckt. Ach so, ich muss ihm natürlich den Mond. Ich muss ihm den geben, ne? Ja, ich muss dir den natürlich geben. Und zwar zur Heilerbräuler. Och, das klingt gut. Hier, für dich. Werde ein Heilerbräuler. Liebe Renike hat sich in einen Heilerbräuler verwandelt. In einen Heilerbräuler. So, was haben wir noch? Du kannst auch. Dann mach du das mal. Du bist Sonne. Jo, Sonnen haben wir auch noch hier. Natürlich auch zu einem Wunderwicht, aber zu einem goldenen, das muss man ja mal festhalten. Nam, 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 nam. Und Aaron hat sich in einen Wunderwicht verwandelt. So, der kann jetzt auch einen neuen Trick lernen. Dann, Mononoke, was bist du? Du bist da Stern, oder? Ich glaube, das ist Stern, ja. Und zwar zu Spries. Geselle. Das klingt doch gut. Hier werde mein Spießgeselle. Oder in diesem Fall eben der Spriesgeselle. Nicht eher Gesellin. Oh, wie niedlich. Jetzt hat sie einfach ein oranges Kleid. So, damit man sie noch besser angreifen kann, weil man sie besser sieht. Ah, Mist, wir haben keinen Mond, kein Sterndingens mehr, ne? Den kann ich dir ja nicht füttern. Schade. Naja. Kann man nichts machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich kommen wir mal auf diesen Vulkan hoch. Es dauert ja ewig hier. Ihr hatet wahrscheinlich schon rum. Aber ich hoffe es nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.